Punktgleich mit Servette, aber auf Platz 3 liegt vor der 14. Runde IB. Die Berner Young Boys, die haben heute auswärts beim zweitletzten Wiel müssen antreten. Mit anderen Worten, ein Sieg für IB ist bei deren Ausgangslage schlicht und einfach Pflicht. Die entscheidenden Goal, die haben heute das Duo Chapuisat-Chalanza sollen besorgen. Chapuisat hat bei IB natürlich einen Stammplatz. Chalanza hingegen wurde Leandro vorgezogen. Die Berner Young Boys bestimmten das Spiel zwar von Anfang an. Klare Torschüsse, wie dieser hier von Chalanza, waren aber selten. Sermeter hatte hier Chalanza lanciert, dies in der 13. Minute. Wils Trainer Savarov ließ sehr vorsichtig spielen. Und sein Defensivkonzept brachte Ibe und seinem Trainer Zauk einiges Kopfzerbrechen. Wiel wie eine Auswärtsmannschaft mit gelegentlichen weiten Vorlagen auf die einzige Sturmspitze Mordecu. Prädikat nicht ungefährlich. Auf der anderen Seite tat sich Chapuisat weiterhin schwer. Dann IB-Verteidiger Kerli mit einem Horrorpass. Es wurde für ihn aber noch schlechter. Poltavec und dann der scharfe Schuss, der Kerli voll am Kopf traf. Wehrli ging K.O., konnte aber zum Glück schon bald wieder weiterspielen. Der nächste Versuch von Chapuisat. Chapuisat gegen Montandon und Chapuisat suchte den Elfmeter und erntete die gelbe Karte. Obwohl, so eindeutig war die Sache nicht. Montandon hatte das Bein draußen, Chapuisat wich diesem natürlich nicht aus. Kein Denkmalschutz für Chapi, kein Penalty, okay, die gelbe Karte, etwas streng. IB Kopfschütteln zur Pause, keine Lücke gefunden in der gegnerischen Abwehr. Der Frost ist da, das Terrain ein Nachteil für die technisch versierteren Angreifer. Wiel nach der Pause etwas mutiger, auch mit einer zusätzlichen Sturmspitze. Ruggerio hier in den Strafraum eindringend. Und irgendwie kommt uns doch das bekannt vor. Richtig, gelbe Karte statt Penalty. Eine Schwalbe war es auch hier. Und kein offensichtliches Foulspiel. Ruggiero aber brachte neuen Schwung ins Wieler Spiel. Ein weiter Pass auf Fabinho. Dann spurtete Ruggiero übers ganze Feld Richtung Tor. Prompt kam der Ball zurück auf ihn. Ruggieros große Chance nach der schönsten Wieler Aktion bisher im ganzen Spiel. Ein Punkt ist zu wenig, fanden beide Teams. Deklus, Schuss, blieb hängen. Und die Wieler sofort im Gegenzug mit Poltavec, dem Ukrainer. Renkli, viel mehr Action jetzt auf dem Bergholz. Das Publikum schätzte dies. Chapuisat. Deklu. Noch 20 Minuten und immer noch 0:0. Was tun in dieser Situation? Leandro kam jetzt im IB-Sturm auch noch zum Zug als Joker. Und Leandro schon bald mit einer ersten Chance. Und tatsächlich 76. Minute, Leandro 1:0 für IB. Wir sehen den Treffer gleich nochmals besser mitsamt seiner Vorbereitung. Leandros schöner Abfälscher mit der Brust auf Chapuisat. Der Ball zurück auf Leandro und der Siegestreffer. IB gewann 1:0. Eine etwas unglückliche Niederlage für Wiel, für welches der Abstieg mehr denn je ein Thema ist. IB dagegen durfte auch heute wieder jubeln. Und mit dem Sieg da bleiben die Berner auch Servette auf den Fersen. Der Benny Turnier hat kommentiert.